Karl Ranzer ist tot. Der wohl erfolgloseste Showmaster aller Zeiten sah schon bei seiner Geburt aus wie ein Zonk und kam überhaupt nur deshalb zur Welt, weil bei seiner Mutter die Glücksspirale versagte. In der Schule ließ man ihn nicht mit Fußball spielen, weil er sich für keins der Tore entscheiden konnte. Und auch seine Lehrer mochten ihn nicht, weil er seine Antworten immer als Frage formulierte. Zum Fernsehen kam er, weil es so günstig im Wohnzimmer platziert war. Seine Showideen wollte allerdings niemand sehen. So erfand er in einem Zeitraum von nur 45 Jahren solche nie ausgestrahlten Klassiker wie die Mini-Playboy-Show, die Montagsklempner, Traumhochrechnung und EWG. Einer wird's geköpft. Doch dann hatte er eine Idee, die sein Leben verändern sollte. 1989 kaufte er sich einen Hund, der ihm aus Liebe die Hand abbiss. Danach konnte er sich noch nicht einmal selber applaudieren. Der absolute Tiefpunkt Ranzayers Karriere war erreicht, als er 1993 mit dem Wolfgang-Klippert-Preis für herausragende Leistungen ausgezeichnet wurde. Ranzayer sah keine Hoffnung mehr, als ihm plötzlich doch endlich der Durchbruch gelang. Er wurde der Nachfolger von Peter Bond und drehte Pornofilme. Karl Ranzayer starb gestern in einem RTL-Studio, als er beim Familienduell erschossen wurde.